Guten Morgen, Leute. Wir haben Sonntagmorgen in der Früh und ich mache einen kleinen Morning Walk, um ja, meine Schritte einfach ein bisschen zu erhöhen, höheren Kalorienverbrauch zu haben. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr. Ja, ich mache das hin und wieder ganz gerne so in der Diät. Einfach mal rausgehen in den Wald, Runde spazieren gehen und morgens früh ist einfach auch noch gar nichts los hier. Man ist praktisch alleine und das lohnt sich einfach, um auch mal so ein bisschen runterzukommen. Ja, man sollte ja in der Diät ca. 10.000 Schritte am Tag machen, sagt man so, Pi mal Daumen. Und die schafft man im normalen Alltag meistens nicht. Und gerade sonntags schaffe ich die auf gar keinen Fall. Und deswegen bin ich jetzt heute hier im Wald. Und ein bisschen zeige ich euch jetzt mal von der Waldstimmung hier. Leute, das war mein kleiner Morning Walk. Ja, probiert es mal aus, so einen Morning Walk zu machen. Es ist auf jeden Fall gut für den Kopf, mega entspannt und ihr habt einen höheren Kalorienverbrauch, ohne dass ihr euch nochmal im Fitnessstudio abrackern müsst. Testet es einfach mal. Wenn ihr eine Fitbit habt, dann trackt das Ganze. Ist auch super interessant, das sich mal zu beobachten, wie sich das verändert. Also in der Diät 10.000 Schritte am Tag sollten drin sein. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Dieses Jahr 2019 in Zeichen des YouTubes. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.